ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe ja letztens diese beiden Wolkenschleim- und Seidenknetekugeln verglichen. Und zum Schluss habe ich jeweils ein Stückchen abgeschnitten und das Ganze in Wasser gelegt. Und wie sich das Ganze verändert hat, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Die schwimmen beide noch hier an der Wasseroberfläche, aber ich finde, man sieht, die haben sich so ein bisschen so zusammengekräuselt. Ich nehme mir mal hier die Seidenknete raus. Und die ist ganz weich. Also die Oberfläche hier fühlt sich ganz weich an. Und wie ihr seht, das ist richtig matschig. Man kann das so verkneten. Also alles, was im Wasser drin war, ist auf jeden Fall richtig weich geworden. Weicher als Seidenknete generell ist. Und hier innen das ist noch relativ hart. Also das, was oben an der Luft war, das hat sich nicht so verändert, aber der Rest hier unten ist richtig matschig und weich geworden. Das heißt also, wenn ich Seidenknete in Wasser lege, dann wird die richtig weich. Das war jetzt ungefähr so anderthalb Tage und ihr seht, in der Zeit hat sich das richtig stark aufgelöst. Also die Seidenknete hat sich auf jeden Fall schon mal aufgelöst. Jetzt schauen wir uns mal den Wolkenschleim an. Und, da schwimmen schon rundherum ein paar kleine Styroporkügelchen. Die haben sich anscheinend schon richtig abgelöst. Und auch wenn ich das Ganze so ein bisschen reibe, da lösen sich überall kleine Styroporkügelchen ab. So, der äußere Rand ist jetzt abgelöst. Und hier ist aber auch ein bisschen was übrig geblieben, was oben an der Wasseroberfläche war. Das ist noch relativ fest, aber auch nicht mehr ganz fest. Also ich kann das richtig bewegen. Das ist gar nicht mehr so hart, wie das am Anfang war, sondern ich könnte das jetzt hier ohne Probleme einfach so auseinanderreißen oder dann neu verkneten. Das ist also auch ganz weich geworden und die ganzen kleinen Kügelchen, die außen, also das Wasser berührt haben, die haben sich sogar abgelöst. Ja, das war auf jeden Fall wieder ein spannender Versuch mit Wolkenschleim und Seidenknete. Vielleicht fällt euch auch noch irgendwas ein, was wir auch noch damit testen können. Gerne einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos, meine anderen Versuche mit Seidenknete und Wolkenschleim oder die ganzen anderen Versuche mit intelligenter Knete, mit Schleim, mit Glibber. Oder unsere vielen anderen Spielzeugvideos. Einfach reinschauen, unseren Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!